Gleich in den TV Berlin Nachrichten. Klinsmann verliert Sitz im Hertha Aufsichtsrat. Umfangreicher Umbau der Hohenzollern-Gruft und das Wetter. Viele Wolken, dafür aber kein Regen. Sonnig wird es dann erst wieder am Wochenende. Und damit hallo und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Donnerstag, den 13. Februar 2020. Nach seinem Rücktritt als Trainer von Hertha BSC wird Jürgen Klinsmann auch nicht mehr in den Aufsichtsrat des Berliner Fußball-Bundesligisten zurückkehren. Wie Investor Lars Windhorst am Donnerstag bei einer Pressekonferenz von Hertha BSC verkündete, wird der frühere Bundestrainer keine Funktion mehr bei den Berlinern bekleiden. Windhorst nannte Klinsmanns Rücktritt eine Kurzschlussreaktion. Klinsmann hatte am Dienstagvormittag völlig überraschend nach nur 11 Wochen sein Traineramt bei Hertha zur Verfügung gestellt und damit den Club geschockt. Ich bin schon einige Jahre im Fußball dabei, seit 1986, und glaube ganz grundsätzlich im Fußball schon wirklich vieles erlebt zu haben. Das, was am Dienstagmorgen passiert ist, war für mich in dieser Form auch total neu, weil es mir und uns als Hertha BSC eben auch überhaupt keine Chance gelassen hat, in einen Austausch zu kommen. Via Internetbotschaft hatte Klinsmann sich am Mittwochabend für die Umstände seines plötzlichen Rücktritts bei den Fans entschuldigt. Gleichzeitig kritisierte er aber auch deutlich die Rolle von Manager Michael Preetz und begründete seinen Rücktritt mit dem Wunsch nach mehr Kompetenzen, den ihm der Club verwehrt hatte. Preetz bestätigte, dass es bezüglich der Befugnisse zwischen ihm und Klinsmann Differenzen gegeben habe. Natürlich hat er die völlige Freiheit bei der Aufstellung der Mannschaft und bei der taktischen Ausrichtung und bei Einwechslungen und sonst was. Das ist ja völlig klar. Aber es ist schon so, dass wir hier in einer Struktur arbeiten, in der 2 Geschäftsführer dafür verantwortlich sind, die Geschäfte für Hertha BSC abzuwickeln und zu leiten. Das ist unser Auftrag, so sind wir eingesetzt worden vom Präsidium von Hertha BSC, und dieser Aufgabe kommen wir nach. Der Hertha-Manager teilte weiter mit, dass die bisherigen Co-Trainer Alexander Nuri und Markus Feldhoff den Fußball-Bundesligisten vorerst weiter trainieren werden. Am Samstag tritt Hertha beim tabellenletzten SC Paderborn an. Berliner Streifenpolizisten haben bislang in 4 Fällen einen sogenannten Taser benutzt. In einem 3-jährigen Test standen 20 Elektroschockpistolen ausgewählten Polizisten zur Verfügung, wie nach Angaben der Gewerkschaft der Polizei, kurz GDP, aus einem Abschlussbericht der Polizei hervorgeht. In den 4 Fällen soll es laut GDP um versuchte Selbsttötungen gegangen sein, die so verhindert werden konnten. In 19 Fällen hätten die Polizisten mit dem Einsatz des Tasers gedroht und die Situation so beruhigt. Die GDP forderte, den Probelauf zu verlängern und ihn auf weitere Polizeiabschnitte auszuweiten. Taser seien sinnvoll, um die Lücke zwischen Pfefferspray und einer Schusswaffe zu schließen, so die Gewerkschaft. Die einzige direkte Flugverbindung zwischen Berlin und Peking ist wegen des Coronavirus bis Ende März 2020 ausgesetzt. Die zuständige Fluggesellschaft Hainan habe alle Flüge zwischen dem 13. Februar und dem 28. März gestrichen, sagte eine Flughafensprecherin auf Anfrage der DPA. Grund sei der Coronavirus. Betroffene Passagiere seien gebeten, sich auf der Internetseite der Fluggesellschaft über ihre Flüge zu informieren. Der CDU-Landeschef Kai Wegner spricht sich für Friedrich Merz als CDU-Bundesvorsitzenden aus. Friedrich Merz spreche eine klare Sprache und habe ein erkennbares Profil, sagte Wegner der Berliner Morgenpost. Mit seiner klaren Haltung könne Merz der CDU Orientierung geben. Er stehe laut Wegner für einen konsequenten Kurs in der Wirtschafts- und Finanzpolitik und bei der inneren und äußeren Sicherheit. Am Dienstag war bekannt geworden, dass Merz sich für den CDU-Vorsitz bewerben will. Nach dem Vorschlag der scheidenden CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer soll bis zum Sommer ein Kanzlerkandidat gefunden und bei einem Bundesparteitag im Dezember bestätigt werden. Er oder sie soll dann auch den Parteivorsitz übernehmen.
Die Hohenzollern-Gruft im Berliner Dom ist von März an bis voraussichtlich Frühjahr 2023 geschlossen. Grund sind umfangreiche Bau- und Sanierungsmaßnahmen im Umfang von 17,3 Millionen Euro. Das teilte der Vorsitzende des Domkirchenkollegiums Stefan Hamening am Donnerstag mit. Neben einem neuen Informationsort, in dem die Besucher über den Ort und die Geschichte der Hohenzollern aufgeklärt werden, ist unter anderem ein interaktives Modell der Gruft geplant. Auch eine Neuanordnung der Sarkophage in der historischen Aufstellung eines Gräberfeldes ist vorgesehen. Dadurch sollen die einzelnen Särge für die Besucher zugänglicher sein. Und damit sind wir bei den Wetteraussichten. Heute Nacht bleibt die Wolkendecke geschlossen und die Tiefsttemperaturen bewegen sich um die 3 Grad. Am Freitag überwiegt vormittags und auch am Nachmittag dichte Bewölkung, aber es bleibt trocken. Das Quecksilber steigt maximal auf 5 Grad. Und der Ausblick: Das Wochenende startet am Samstag mit einem Mix aus Sonne und Wolken. Am Sonntag zieht sich der Himmel dann wieder komplett zu und es wird regnen. Der Schirm wird dann am Montag zwar nicht mehr gebraucht, dafür bleibt es aber den ganzen Tag über bedeckt. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 10 und 13 Grad. Das waren die Nachrichten für heute. Ihnen noch alles Gute und bis morgen.